Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Beim letzten Mal haben wir drei Tierchen ausgebrütet, nämlich einmal hier diesen süßen Nautilus. Ich hoffe, der vermehrt sich auch alleine, weil das war eigentlich ein bisschen der Sinn der Sache. Hier ist voll die Strömung drin, merke ich gerade. Also irgendwas habe ich hier beim Wasserauffüllen falsch gemacht, glaube ich. Werd hier voll abgetrieben. Dann haben wir ja hier unseren kleinen, wie heißt der denn nochmal? Ist schon ein bisschen her. Ah, mach zu! Nein! Oh mein Gott! Ich konnte es nicht zumachen! Und ich habe nichts zum Bauen dabei! Wie kann ich den denn jetzt einfangen? Oh mein Gott! Ja, es fängt ja gut an hier. Er ist halt auch straight rausgelaufen. Was mache ich denn jetzt? Ist doch jetzt doof. Ich wollte gerade sagen, das ist unser Hoffnungsträger, weil wir eventuell auf dem reiten können. Aber das hat sich dann, glaube ich, auch gerade erledigt. Unser Vogel ist auch noch irgendwo hier, aber der ist mir ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig. Weil der mir ein bisschen zu laut ist. Den können wir dann später noch irgendwie ein bisschen weiter wegbringen vom Haus, wenn wir ihn noch wiederfinden. Wenn nicht, dann ist es so. So, wir müssen jetzt eben hier Futter reinmachen. Jetzt nix. Nehmen wir es von uns. Nein! Alter, das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Wie schnell der aber auch ausbüxt. So schnell kann ich ja gar nicht reagieren. Das ist ja insane. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Ich bin noch gar nicht so in Minecraft-Mode und jetzt geht's hier schon so los. Fixen mich hier die eigenen Haustierchen aus. So, jetzt aber. Kriegst nochmal zwei Schnitzel. Und nicht alles. Eins behalte ich. Damit musst du jetzt erstmal ein bisschen überleben, mein Kleiner. Wie heißt du eigentlich nochmal? Kann ich das gucken? Forus Rakos, genau. Der wird ja auf jeden Fall ein bisschen größer. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass der hier nicht rauskommt. Ach, Mensch, ey. Aber das war auch gerade echt gemein, weil ich habe draufgeklickt auf das Tor. Es ging aber einfach nicht. Weiß nicht warum. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit Rechtsklick. Keine Ahnung. Hier ist noch unser Vogel. Können wir die eigentlich irgendwie so auf Folgen stellen? Der ist schon 2 Jahre alt. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Das geht. Ich hoffe, der entfernt sich nicht. Ich hoffe tatsächlich aber auch ein bisschen gerade auf Nacht, weil wir brauchen unbedingt ein paar Fäden. Oha, da unten sind Spinnen, aber auch viele Zombies. Der Kampf beginnt. Müssen wir erstmal die Zombies plätten. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Aber wir sind ja gut dabei mit der Rüstung und sowas. Das ist ganz hilfreich. Oh Gott, was ist das denn? Dorfbewohner-Zombie. Droppt der vielleicht irgendwas? Glaube nicht. So, hier waren aber Spinnen. Oh, ich sehe 3 rote Augen. Das ist gut. Ah nein, Skelett. Das ist unser Endgegner. Oh, nice. Der hat uns geholfen. Ich kann euch auch genau sagen, warum das unser Endgegner ist. Weil wir kein Schild gebaut haben. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Normalerweise kann man schön die Pfeile blocken. Aber die halten einen halt auf Distanz. Gott, ey. Oh mein Gott, was geht denn jetzt hier ab? Da kommt schon der nächste Zombie. Ich will doch einfach nur Spinnen haben. Wo sind die Spinnen hin? Ja, ich sehe sie nicht mehr. Haben sich jetzt echt die Spinnen verpisst? Ich habe halt auch gerade nichts mehr Vernünftiges zu fressen. So, wie ging denn nochmal ein Schild? War doch so, oder? Nice. Sehr schön. Das können wir jetzt sogar hier auf die Zweithand machen. Oh, wie viele Pfeile wir im Körper haben. Wir wurden ordentlich durchlöchert. Ich habe halt auch gar nichts mehr zu fressen jetzt durch die Aktion. Aber wir haben schon 3 Fäden. Das heißt, wir können auch mal eben schlafen gehen. Mit den Pfeilen im Fuß. Und dann können wir eigentlich schon diese Leine herstellen. Und dann können wir wieder... Hier ist es sogar noch ausgewählt. Perfekt.
Nein, wir brauchen 4. Oh. Ich dachte, es wären 3. Oh, ich habe mich schlecht erinnert. RIP. Jetzt müssen wir noch auf die nächste Nacht warten. Nützt nix. Ah, das ist mein Fehler gewesen. Kann man nichts machen. Oh. Ich treffe ihn nicht. Und jetzt ist er explodiert, weil es geleckt hat. Egal. Ist ja keine schlimme Stelle. Ich nehme auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Wolle mit. Weil ich glaube, es gab letztens irgendwas, was man mit Wolle machen konnte. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Und das Sieb hier nehmen wir auch noch mit. Weil dann können wir noch mehr durchsieben. Bin gerade übrigens auf der Suche nach Essen. Und dann müssen wir eh auf die nächste Nacht warten, wegen einem weiteren Seil. Ich bin hier echt low on food. Müssen wir jetzt erstmal noch dieses verrottete Fleisch von den Zombies essen. Das hält halt leider überhaupt nicht lange. Das macht gar nicht satt. Aber auf der Suche nach Kühen macht das, glaube ich, schon Sinn. Da vorne, wo ich grün markiert hatte, waren ja, glaube ich, Kühe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Tiere brauchen Fleisch, ich brauche Fleisch. Deswegen ist das relativ wichtig. Eine noch. Die lassen wir stehen. Wir brauchen eigentlich 2 Stück mindestens noch, die hier stehen. Ja, hier sind noch 2, das passt. Dann können wir jetzt nach Hause, uns das Fleisch braten, unsere Tiere versorgen und auf die nächste Nacht warten. Also wir sind eisentechnisch und so definitiv sehr gut dabei. Ich habe übrigens gerade was vergessen, ist mir eingefallen. Wir waren ja vorhin bei dieser Hütte, wo wir die Wolle abgebaut haben. Und dort hätte ich mal traden können mit dem Dorfbewohner. Ich überlege gerade, ob ich dann nochmal schnell hin zurückgehe. Noch ist die Sonne nicht unten. Das heißt, wir könnten es noch versuchen, da schnell wieder hinzukommen und den nochmal anzutraden. Und dann ist es hoffentlich auch schon Nacht. Ach du Schande, wo bin ich denn hier? Ist das ein Riss? Ich glaube, das ist einfach ein Riss hier. Müssen wir uns mal schnell rüberbauen. Den habe ich halt auch noch nicht erkundet. Vielleicht gibt es hier noch nützliche Ressourcen. Ich sehe da unten auf jeden Fall schon mal Eisen. Aber Eisen haben wir en masse. Also dafür jetzt da runter zu gehen, lohnt nicht. Aber kann natürlich sein, dass wir da auch andere gute Sachen finden. Gehen wir mal hier hoch. Und hier vorne war das doch irgendwo, oder nicht? Oder habe ich jetzt... Ach, hier, genau. Wollte schon sagen. Eine schlechte Orientierung, aber da ist auch der Dorfbewohner. Dann können wir den mal untraden. Oh, der tradet Biofossilien. 7 Stück. Oh, nice. Richtig gut. Dann machen wir das hier auch noch. Warte, wie geht das denn jetzt? Elf Stück. Oh, ist das gut. Jetzt haben wir 11 Smaragde rausbekommen. Und jetzt sollen wir mal machen einfach. Okay, perfekt, passt. 7 Biofossilien. Ich weiß nicht, ob es das wert war, aber ja, ich möchte halt so viele wie möglich haben, damit wir noch neue DNA gewinnen. Dankeschön, hat sich gelohnt, zu dir zurückzukommen. So, Skelett, jetzt habe ich ein Schild. Was machst du jetzt? Ganz schön doof gelaufen, ne? Ich werde gerade von hinten angegriffen. Der hat irgendwoher Schaden bekommen, aber das war nicht von mir. Ganz komisch. Ich glaube, der Pfeil ist abgeprallt vom Schild und dann auf ihn selber drauf. Kann das sein? Könnte ich mir vorstellen. Ich kann euch übrigens mal den Plan verraten, den ich aktuell habe, weil wir kommen ja momentan hier nicht wirklich weg und bauen auch nicht wirklich weiter. Das liegt aber daran, dass ich gerne ein Reittier hätte, mit dem ich... Was war das denn? Mit dem ich die Welt ein bisschen besser erkunden kann. Und mit diesem Reittier möchte ich dann einen Ort suchen, wo wir anfangen, unsere Jurassic World zu bauen, also unseren Park. Und dann werden wir auch hoffentlich die ein oder andere Filmszene und sowas in Dryo nachbauen und uns ordentlich austoben. Ich setze ja momentan auf diesen Forus. Ja, ich kann den Namen nicht aussprechen. Rakus Phobos oder wie hieß er? Oh, perfekt. Und mit dem will ich dann die Welt ein bisschen erkunden und einen guten Ort raussuchen. Bis der groß ist, bleibe ich halt noch hier. Den nehmen wir auch noch mit da oben. Ich bin froh, wenn wir gleich die Leine haben. Dann können wir nämlich wieder
ein wenig für Ordnung sorgen. Oh mein Gott, der greift an! Warum greift er mich an? Die waren doch letztes Mal lieb. Holy shit. Okay. Vielleicht werden die nur bei Nacht böse? Die bösen Saurier? Oh Gott, wir müssen aufpassen mit dem. Oh, was ist das? Alter. Ist das eine Hexe oder sowas? Oh mein Gott, ich sterbe. Wir müssen hier weg. Essen? Oh, ich habe ein halbes Herz. Aua. Alter. Also schlimmer ging es gerade nicht. Ein Dino greift an, eine Hexe greift an. Wir haben es überlebt. Wir kriegen immer noch Schaden. Wir sind immer noch irgendwie gewithert oder was das ist. Das hört ja gar nicht mehr auf. Gehen schlafen. Ich hoffe, das hilft dagegen. Ich kann nicht schlafen. Oh, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Da sind wir wirklich fast drauf gegangen. Aber auf einmal hat auch der komische Forus, Rakus, angegriffen. Gerade noch über ihn gesprochen. Und dann passiert sowas. Aber der war jetzt nicht so stark, ne? Und der hat mega viele Knochen gedroppt. Das heißt, wenn wir die Dinosaurier töten, können wir von denen auch Fossilien bekommen. Auch nicht schlecht, ne? Wenn wir dann nochmal so einen Fleischfresser sehen, könnte man überlegen, ob man mal einen Kampf in Angriff nimmt und dann uns die DNA so zu besorgen. Vielleicht auch nicht verkehrt. Aber erstmal machen wir jetzt eine Leine. Ganz, ganz wichtig. Oh, den Teertropfen brauchen wir noch. Ich glaube, der war hier draußen. Ja, hier sind die. Ja, wir können das gleich mal alles analysieren, die ganzen Knochen. Ich kann die eigentlich schon mal reinballern in den Analysator. Dann gucken wir mal, was da rauskommt. Vielleicht kommt da auch was anderes raus, aber eigentlich macht es keinen Sinn, ne? Müsste ja alles von dem Forus Rakus sein. Knochenmehl, okay. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Passt. So, jetzt müsste aber hier das Ganze machbar sein. Wir haben eine Leine. Jetzt können wir, glaube ich, wieder für Zucht und Ordnung hier sorgen. In unserem Stall. Kriegen wir den da jetzt wieder raus? Ich hoffe. Guten Tag. Bitte benehmen Sie sich. Sind verhaftet. Kommen Sie. Ich weiß halt nicht, ob der nicht zu schwach ist. Also jetzt gerade, als wir gegen den gekämpft haben, war der nicht sonderlich stark. Ich hätte halt schon gern ein Tier, was ein bisschen mehr aushält. Kann ich den jetzt sogar hier anbinden? Ja. Oh, wie gut. Ich hoffe, das passt dann von der Range. Aber eigentlich brauchen wir den gleich nicht anbinden. Wir können den gleich auch lose machen. Jetzt aber das Ding noch holen. Den Vogel können wir aber anbinden. Oder den lassen wir einfach frei rumlaufen. Ich würde sagen, wir lassen den frei rumlaufen. Entweder wir finden ihn irgendwann wieder oder nicht. Ist halt dann so. Weil einen großen Nutzen von dem Vogel haben wir eh nicht. Und in der Freiheit lebt es sicher eh besser. So, mein Kleiner. Oh, es gibt sogar Forus Rakus Fleisch. Oh Gott. Kannibalismus. Gönn dir, Bruder. Geil. Ja, wird er schon nicht merken. Ist ja vermixt mit dem anderen Fleisch. Also von daher, halb so wild. Kann ich das jetzt auch wieder hier... Ah, tatsächlich. Okay. Das ist ja wunderschön. Gut. Trinken braucht er, glaube ich, nicht, ne? Nur fressen. Der ist aber schon ordentlich gewachsen, der Kleine. Er hier scheint sich gar nicht zu vermehren. Und der Vogel ist weg. Das ist der Stand unserer Tiere. Forus Rakus, den haben wir rausbekommen. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man was tötet. Dann bekommt man ordentlich was. Wir haben auch noch Gastornis und Megalania. Das klingt aber alles nicht so krass. Ich glaube, man kann auch so die wilden Dinos zähmen, aber ich glaube, das ist super einfach. Du kannst ja einmal testen. Jetzt mal zu so einem Triceratops. Und ich glaube, den muss man nur ein paar Mal schlagen. Dann ist er schon gezähmt. Ich nehme am besten einen, der ein bisschen weiter weg ist. Den hier probieren wir mal. Aua!
Von wegen super einfach. Der hat mich weggeboxt. Seit wann sind denn die Dinos so aggressiv? Holy shit. Au. Kriegt aber gerade Schaden, ne? Okay, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass er da festhängt. Triceratops scheint stark zu sein. Ich dachte, man muss sie nur auspeitschen und dann bekommt man die direkt. Aber dann kann man es ja sogar mal versuchen, so einen wilden Dino zu zähmen. Scheint ja doch nicht so simpel zu sein. Oder vielleicht sogar zu töten für die DNA, so ein Triceratops. Ist halt nicht das Reittier, was ich mir wünsche, ne? Ist wahrscheinlich ein bisschen langsam. Aber wir gönnen uns jetzt erstmal wieder ein bisschen Action hier. Was heißt Action? Ein bisschen Glücksspiel quasi. Und das letzte, das kann doch nicht sein, aus 7 Biofossilien. Komm schon, eine DNA. Bitte. Kein Glück. Das gibt's doch nicht. Mir wurde aber auch noch geschrieben, dass wir das hier reparieren können mit so Reliktschrott oder sowas. Würde ich auch gerne rausfinden, wie das geht. Wahrscheinlich hier in dieser Archäologie-Werkbank, gehe ich von aus. Da müssen wir hier wahrscheinlich Reliktschrott reinpacken. Und dann können wir da reparieren das Ganze. Ich glaube, wir gehen jetzt allgemein mal eben... Bleibt das hier drin? Ja. Wir gehen jetzt allgemein mal eben nochmal ein bisschen buddeln und suchen nochmal ein bisschen nach Fossilien und anderen Sachen. Wir nehmen übrigens hier noch eine Spinne mit und hoffen mal, dass sie was droppt. Perfekt. Und dann können wir uns gleich auch noch einen Bogen machen. Weil ich bin echt am Überlegen, jetzt wo ich weiß, dass ich die Dinos töten kann, um deren DNA zu bekommen, bin ich am Überlegen, ob wir nicht mal diese Fleischfresser suchen vom letzten Mal und dann versuchen, die zu töten. Ich weiß ja nicht, was es war. Ich glaube, es war halt, oder es waren zwei Alus oder sowas. Die sind ja immer in so Gruppen unterwegs gewesen. Und es wäre halt cool, ne, wenn wir sowas als Reittier hätten. Das hätte schon was. Oh, Leopleurodon. Den kenne ich doch. Das ist sogar eine richtig gute DNA. Ich glaube, das ist ein Wassersaurier, oder nicht? Oder bin ich jetzt lost? Kann natürlich auch sein. Und wir haben auch Reliktschrott. Das heißt... Shit, das geht nicht. Und jetzt? Ach doch, hier passiert was. Das heißt, wir brauchen den Reliktschrott, damit das hier durchläuft. Aber wir brauchen sogar mehr davon. Oh. Der Fortschritt ist nämlich noch nicht so weit. Was ist denn jetzt? Ist das jetzt einfach weg? Okay. Wir dürfen das da nicht einzeln reintun anscheinend. Ich hoffe, das geht dann beim nächsten Mal weiter. Das ist ja belastend. Machen wir jetzt mal schnell einen Bogen. Ich glaube, das ging so, ne? Nicht? Moment. Bogen. Ah, okay. Genau andersrum. Perfekt. Macht ja auch Sinn, ne? Das muss man ja sagen. Pfeile hatten wir auch schon irgendwo ein paar. Bin ich mir ziemlich sicher. Ach, die sind noch im Inventar. Nur 4 Stück. So wenig. Und ich wollte auch nochmal irgendwas ausprobieren. Erstmal gucken wir nochmal hier rein. Ichthyosaurier. Nice. Noch ein Wasserlebewesen. Oh, Schweinefleisch. Ah ja. Gucken, ob da noch was rauskommt aus dem letzten. Dann auch noch da rein. Rohes Hühnchen. Ja gut. Das wird dann als Futter enden für unseren kleinen Forus, der schläft, zum Glück. Und dann hier rein. Immerhin wieder 2 DNA rausbekommen, nicht schlecht. Und das heißt, wir brauchen noch viel Reliktschrott, damit wir unser Schwert repariert kriegen. Es gibt immer so viel zu tun. Und ich wollte noch ausprobieren, ob man das hier sieben kann. Das ist nämlich diese vulkanische Felsen. Das scheint aber nicht zu gehen. Ich hatte halt gehofft, dass da irgendwie im Vulkangestein irgendwas Cooles oder Spannendes drin ist. Aber habe ich mich wohl getäuscht. Macht nichts. Wir sammeln erstmal weiter. Wassersaurier brauchen wir gerade nicht. Also ich hätte eher gerne einen Pteranodon vielleicht oder ein Alu oder sowas. Ich glaube, ich werde mich vorbereiten und dann am nächsten Morgen mal auf Allosaurus-Suche gehen. Ich habe die Kommentare gelesen. Also einige von euch meinten auch, dass wir könnten Alus sein. Aber es haben auch andere geschrieben, dass es irgendwas anderes ist. Also ihr wart euch da auch unsicher. Aber ich gehe halt ein bisschen davon aus, weil die halt zu zweit sind und weil die diese roten Höcker über den Augen hatten. Das ist ja eigentlich so ein Standardding für Alus.
Sebas? Tut mir leid, Dryo. Ich dachte gerade, ich werde angegriffen, weil noch der laute Schrei kam. Ja, ich will halt die DNA mitnehmen. Dann haben wir den Dryo nämlich auch. Auch wenn ich natürlich nicht übertreiben will mit Ausbrüten, muss ich sagen. Weil zu viel ist auch nicht gut. Oh. Gallimimus wäre praktisch zum Reiten. Der ist bestimmt schnell. Nehmen wir uns da auch mal Knochen mit, wenn wir das hinbekommen. Das Bergsteiger Gallimimus. Oh, der hat sogar einigermaßen viel Leben. Aber nicht so ein großes Gehirn. Rennt auf jeden Fall nicht weg. Naja. Haben wir die Knochen auch. Wie schnell das Inventar voll geht. Und jetzt gehen wir weiter hier. Den Berg hinauf. Ich glaube übrigens, dass wir doch in die falsche Richtung gelaufen sind. Weil hier ist diese Teergrube. Vom letzten Mal. Nehme ich mir gleich mal Teer mit. Und hier waren definitiv nicht die Alus. Also waren die doch in der anderen Richtung. Aber ist egal. Wir halten mal nach hierhin Ausschau. Wir könnten ja auch mal durch diesen Wald noch weitergehen. Wälder sind zwar immer schwierig, weil man da so schlechten Überblick hat und so schwer durchkommt. Aber vielleicht kommen wir dann auch in ein neues Gebiet mal. Ist ja auch cool, wenn wir was Neues erkunden können. Problem ist nur, dass ich wieder vergessen habe, ein Bett mitzunehmen. Ich hoffe aber einfach mal, dass wir noch eins finden auf dem Weg. Hier sind ja ab und zu diese Häuschen von den Paläontologen. Kommst du, Gnatus? Let's go. Nehmen wir auch mit. Ich kann das gar nicht mehr alles tragen. Shit. Ja, das ist aber echt süß, was man hier alles so an Tierchen sieht. Ich bin froh, dass ich noch nicht gefressen wurde. Was ist das? Gastornis. Ah, das ist auch so eine Terror-Bird-Art anscheinend. Interessant. Davon hatten wir auch DNA, oder nicht? Oh, die kleinen Kompis. Super niedlich. Oh, hier ist ja schon wieder Wasser. Vielleicht könnten wir auch einfach mal mit dem Boot ein bisschen reisen. Würde wahrscheinlich alles einfacher machen. Wir hier mal ein bisschen entlang schippern. Wäre eigentlich hier am Ufer so bleiben, aber hier ist echt viel Wasser. Und das da vorne? Was sind das denn? Sind das Ceratos? Sieht ein bisschen aus wie ein Cerato, ne? Sollen wir mal versuchen, gegen die zu kämpfen? Ein Cerato wäre auch cool. Ich hoffe einfach mal, dass wir das schaffen gegen die. Oh, der greift gar nicht an. Der ist doof. Jetzt kommt er. Alter. Oh, macht der viel Schaden. Oh, wir haben ihn. Oh mein Gott. Halbes Herz. Okay. Man darf die nicht unterschätzen. Wenn schon sowas so viel Schaden macht. Oh mein Gott. Okay, wir schmeißen die Kompi-Sachen weg. Ceratosaurier. Das war gerade ein bisschen Adrenalin. Das großes Hühnchen brauchen wir nicht. Nehmen wir hier das Cerato-Fleisch mit. Ich hätte gerne noch mehr DNA davon, bin ich ehrlich. Weil das ist mal was, was wir sehr, sehr gut gebrauchen können. Ein Dodo! Was macht er denn für Sounds? Oh, es gibt hier so viel zu entdecken. Ich liebe das wirklich. Aber wir können jetzt hier nicht so lange bleiben. Wenn wir jetzt sterben, das wäre super bitter. Also diese Dinosaurier-Mod ist einfach nur cool. Da kann man immer so viel entdecken und herausfinden. Ich frage mich halt, ob man... Was ist das? Okay, das ist ein Lama. Ich frage mich halt, ob man irgendwie Nutzen auch hat von den anderen Tieren. So ein Dodo oder sowas. Ich denke mal, den kann man auch bestimmt wie ein Huhn oder so halten, oder? Dass der auch Eier legt. Vielleicht wäre das eine coolere Alternative zum normalen Hühnchen. Dass wir Dodo-Eier einfach benutzen für den ganzen Kram, den wir machen. Das war ja richtig mega erfolgreich, muss man sagen. Ich bin gerade richtig glücklich darüber, dass wir es gerade so geschafft haben mit dem Cerato.
wird jetzt auch als allererstes mal den Reliktschrott, den müssen wir aufbewahren, den habe ich auch noch gefunden. Ich glaube, ich brauche noch mehr Truhen. Es ist einfach insane, wie viel Müll ich hier rumliegen habe. Ceratosaurier-DNA. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Wir hatten doch noch einmal Biogu, ne? Ja, Biogu. Dann hoffen wir mal, dass das Ganze funktioniert. Und in der Zeit werde ich jetzt hier definitiv noch alles durchhauen, was ich habe. Ganzen Knochen hier. Das ist richtig viel DNA, was wir da hoffentlich bekommen werden. Ich baue jetzt nochmal ganz fix ein Gehege für unseren Cerato. Ich muss hier irgendwann nochmal im Creative Mode alles ein bisschen ordentlicher machen. Weil ich baue hier halt alles immer nur so provisorisch quasi. Das ist alles noch nicht so schön, wie ich es gerne hätte. Aber das ist ja auch eigentlich nur unser Zuchtbereich hier. Der eigentliche Park, der später noch entstehen soll, der kommt ja woanders hin. Da will ich ja einen ganz anderen Ort nehmen, anderes Biom. Okay, das sieht aber erstmal gut aus. Oh, perfekt. Wollen wir da auch direkt Kannibalismus machen oder was? Nee, das machen wir nicht. Gekochtes Ceratofleisch. Na, wir haben halt alles genutzt von dem Tier, ne? Die DNA, das Fleisch, die Knochen. Nichts verschwenden, wenn wir schon töten. Beinahe sind wir ja auch zum Futter geworden. Und da haben wir schon das Ei. Oh, ist das cool. Ich glaube, das müssen wir jetzt aber ausbrüten. Ich hoffe. Ist halt echt nicht... Also ich habe so in Erinnerung, dass man das immer ausbrüten musste. Kam doch dann auch so coole Musik und sowas. Oder bin ich jetzt lost? So, die Sonne geht auf. Und es ist Zeit, Leute. Wir brüten jetzt unseren Cerato aus. Und ich sag ja, wir brauchen... Oder wir müssen das hier wirklich ausbrüten. Ich glaube, dafür brauchen wir Fackeln. Um das Ei herum. Und jetzt können wir einmal gucken. Mit dem Buch. Schlüpffortschritt. 8% warm. Dadurch, dass wir die Fackeln platziert haben, scheint das gut zu funktionieren. Oh, das ist cool. Jetzt brüten wir das erste Mal richtig ein Ei aus. Die anderen, die wir vorher gemacht haben, waren ja nicht so spannend. Die konnte man ja direkt werfen. Na, wie geht's? Alter 3. Hunger? Du hast doch hier dein Gerät. Was ist los, mein Kleiner? Warum bist du hungrig? Komm mal mit. Angst, dass du festhängst. Da, jetzt frisst er auch wieder. Okay. Gut, dass wir nach dem geschaut haben. Das wäre böse gewesen, wenn nicht. Kriegen jetzt die Leine wieder weg. So. Da liegt sie auch. Nehmen wir natürlich mit. Die ist wertvoll. Ach, sehr gut. Dann werde ich gerettet. Kannst du mal sehen. Wir sind nämlich gute Tierbesitzer. Und du bist ein braver Vogel. Das Ei wackelt schon, Leute. Gleich ist es soweit. Oh, das ist so cool. Da ist er. Unser kleiner Cerato. Oh, was ein Süßer. Oh, ich bin gerade glücklich. Und der hat schon so kleine Hörner auf dem Kopf. Und der Sound ist cool. Und die Musik war auch sehr cool, muss ich sagen. Also eine sehr cool gemachte Mod. Mal kurz, wie es dem geht. So, Alter 0. Oh, er ist hungrig. Temperament aggressiv. Ein Weibchen schon wieder. Wie haben wir es mit Weibchen? Muss ich den jetzt per Hand füttern oder was? Oh, ich habe ihm jetzt wirklich Ceratofleisch gegeben. Er hat aber eigentlich sein Fieder hier. Also eigentlich sollte der hoffentlich fressen können. Wir machen mal das hier weg. Das ist richtig cool, dass wir den jetzt haben. Gezähmt ist der auch, ne? Ja. Wenn wir den brüten, ist er auch direkt gezähmt. Oh, der ist so süß. Und ich glaube, der wird auch sehr nützlich sein später für uns. Jetzt frisst er. Ach, toll. Das ist doch mal ein schöner Abschluss für eine Folge, Leute. Würde ich sagen. Wir haben es geschafft, einen Ceratosaurus zu besiegen und auszubrüten. Der wird dann unser nächstes Reittier werden nach dem Terrorbird. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich.
Ich hoffe, diese Folge von Minecraft Jurassic World hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.